Teilnehmer vom Spreewaldmarathon kennen diese Gurke nur gut genug. Denn jeder, der durch das Ziel kommt, bekommt sie sozusagen als Anerkennung, dass man an dem beliebten Wettbewerb teilgenommen hat. Auch wenn der Spreewaldmarathon in diesem Jahr ausfällt, muss keiner auf die Gurke verzichten. Wie das funktioniert, das möchte ich heute vom Organisationsteam wissen. Die Medaillen liegen schon bereit. In der Gemeinde Hohenbocka werden die Starterpakete zusammengestellt. Ja, zum zweiten Mal in Folge muss der beliebte Spreewaldmarathon Corona-bedingt ausfallen. Allerdings ist es nicht ein kompletter Ausfall, denn jeder Sportler kann ja individuell diesmal auf die Laufbahn sozusagen. Wie sieht denn die Alternative zu dem sonstigen Spreewaldmarathon aus? Wir bieten verschiedene Varianten an. Das heißt, einmal müssen zu Hause laufen, sich ihre Strecke aussuchen und gucken, welche der schönen Gurkenmedaillen sie zu Hause erwerben können. Sie können, wenn es denn wieder möglich ist, bei unseren Partnern im Spreewald die Gurkenmedaille erwerben. Also wir haben als Partner die Tourismusinformationen in Lübben, in Lübbenau, in Goyatz, in Straubitz, in Burg. Da kann man sich dann anmelden und sich eine Strecke aussuchen, egal ob wandern, walken, laufen, skaten, radeln oder paddeln. Paddeln ist ab jetzt schon möglich. Da haben wir unsere Paddelstation in Burg-Leineweber schon bestückt mit Medaillen und Urkunden. Auch Stand-up-Paddling ist ja dabei. Da darf man bei Martin Fix dort schon beruhigt seine Gurkenmedaille abpaddeln, also individuell, ne? Und ansonsten kann man seine bisherige Anmeldung eventuell umschreiben auf nächstes Jahr, wobei wir natürlich nicht wissen, was passiert nächstes Jahr. Können wir wieder voll durchstarten oder nur gebremst? Beziehungsweise es gibt noch eine Möglichkeit, wir planen für so einen Herbst am 30.10. eine Spreewaldquerung als Alternative zum Spreewaldmarathon, als kleine. Aber ob wir dann starten können, wissen wir nicht. Aber wir bereiten es vor als Möglichkeit, dass man eventuell doch noch den Spreewald besuchen kann und starten kann. Ja, am liebsten wäre es natürlich, wenn wir alle zusammen den Spreewaldmarathon laufen dürften. Aber wie gesagt, es funktioniert ja einfach nicht. Trotzdem haben Sie sich als Organisatoren ja so ein paar Konzepte überlegt, wie das Ganze in der Pandemie trotzdem stattfinden hätte können. Wie sahen die Konzepte aus? Wir hatten wirklich ganz stark gehofft, dass wir starten können. Zum Beispiel die 200 Kilometer Radler, die starten früh um 7, sind unterwegs. Um 9 reisen dann erst die 70 Kilometer Radler an, in starten einzeln, in Zweiergruppen, in Familiengruppen. Werden dann nach 4-5 Stunden wieder im Ziel gewesen. Da sind die 200 Kilometer Radler immer noch unterwegs. Die hätten sich gar nicht getroffen. Die Strecken wären auch ganz anders verlaufen. Also man hätte das schon gut verteilen können, aber man wollte das Konzept auch nicht wirklich sehen. Und wir haben auch nie von keinem der drei Spreewald-Landkreisen jemals eine Antwort bekommen, ob das Konzept vielleicht, wenn die Inzidenz 50 gewesen wäre, möglich gewesen wäre. Ja, im Hintergrund sehen wir auch schon die zahlreichen Medaillen, die liegen trotzdem aus, denn ja, die Organisation läuft natürlich weiter und sogar ist sie aufwendiger als sonst. Warum denn? Dieses Jahr war besonders hart oder das letzte. Ne, erstmal war man selber Sorgentelefon. Jetzt können wir nicht starten. Was ist mit meinen Startgebühren? Was machen wir damit? Heben wir auf? Verschieben wir? Und man musste immer wieder trösten. Man hatte also unwahrscheinlich viel mehr Arbeit, gerade an E-Mails. Also wir haben, glaube ich, weit über 60.000 E-Mails bearbeitet im letzten Jahr zusätzlich, die sonst nicht da waren. Und wir hängen teilweise immer noch einen Monat hinterher und kommen nicht wirklich nach, weil irgendwann ist auch die Nacht vorbei. Diese Bilder wird es somit auch dieses Jahr nicht geben. Dafür gibt es beim virtuellen Lauf erstmalig ganz spezielle Medaillen mit Sammelwert. Das ist unsere Flower Power Fitness Aktion fürs ganze Jahr. Da kann man sich anmelden und egal welche sportliche Aktivität man macht, in egal welchem Monat, bekommt man dann so eine Medaille und eine Urkunde im gleichen Design zugesendet. Für die Aktion wird uns gemeldet und dann kriegt man diese Medaille und eine schöne, tolle Urkunde. Und das zieht sich dann durch die einzelnen Monate durch. Jetzt im März haben wir die Stiefmütterchen verschickt. Zwischen den Läufen wird auch unterschieden. Wer im Spreebad antritt, bekommt die traditionelle Medaille. Und wer zu Hause läuft, ein buntes Band. Auch wenn der Spreewaldmarathon in diesem Jahr erneut ausfällt, aufs Laufen muss definitiv keiner verzichten. Ich habe mir auch schon mal mein Trikot gesichert, werde mich jetzt warm rennen, damit ich im nächsten Jahr so richtig angreifen kann. In diesem Sinne, sportfrei!